Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer besuchte im Zuge der Zuversichtstour die Baustelle, um sich über den Baufortschritt zu erkundigen. Begrüßt wurde der Landeshauptmann von Nationalratsabgeordneten Andreas Küberger und Bürgermeister Erich Ofner sowie von den Kindern des Kindergartens. Eine neue Kinderkrippe in Graubart schafft ab Herbst 2021 Platz für 14 Kinder und 2 Betreuerinnen. Der Baustellenrundgang überzeugte Hermann Schützenhöfer und er meinte auf die Frage, ob man da in die Zukunft investiert. Das würde ich schon sagen, denn es hat sich ja die Vereinbarkeit der Beruf und Familie, es ist ja insbesondere eine Vereinbarkeit Beruf, Familie, Frau, sehr geändert, in dem Sinne, dass die Frauen überwiegend berufstätig sind, Gott sei Dank. Heute ein gutes Zeichen der Zeit, wenn beide Elternteile berufstätig sind. Das bedingt natürlich auch, dass die Kinder gut betreut werden müssen. Ich sage immer, ein funktionierendes Elternhaus, mit Fragezeichen gibt es ja oft nicht mehr, die Kinderkrippe, der Kindergarten, die Volksschule, das ist die Grundausstattung für die Kinder, dass sie lernen, um später im Rahmen des Lebens zu bestehen. Alles andere, die höheren Schulen, die Leistungsbereitschaft kommt dann, aber das, was hier grundgelegt wird, ist der Grundstein für eine gute Zukunft. Daher tun wir alles, auch in der Priorität, für die Kinderkrippen, das wird die 305. Für die Kindergärten, wir haben 724. Für die Schulen und dann natürlich auch für die Forschung. Denn wer in der Forschung vorne ist, hat sozusagen den Fuß in der Tür der Zukunft erreicht. Nationalratsabgeordneter Andreas Küberger zum Besuch von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Anlässlich der Zuversichtstour mit unserem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer für die Zukunft besucht er im Bezirk Leoben, wobei er in den letzten Tagen ja schon des Öfteren da war. Ich denke da an AT&S, Spatenstich, an die größte Investition von Meyer-Mellenhof in der Firmengeschichte, auch in Leoben. Über 150 Millionen werden da investiert und neue Arbeitsplätze geschaffen. Also unser Landeshauptmann ist ein gern gesehener Gast bei uns im Bezirk, vor allem in den Gemeinden, weil und da jetzt als Bürgermeister uns tatkräftig unterstützt bei unseren Vorhaben, bei unseren Anliegen, wie da in Graubart, wo es ja eine neue Kinderkrippe ab Herbst geben wird. Wie wichtig ist dieses Projekt für Graubart? Das war insofern wichtig, dass wir in Graubart die Kinderkrippe bauen, weil wir einfach den Bedarf haben bei uns in Graubart, dass die Kinder und die Familien bzw. die Kinder betreut werden. Und das war ein sehr wichtiger Schritt, dass wir das in die Zukunft gestalten. Man investiert in die Zukunft. Wir sind froh, dass wir das da in Graubart machen können. Und da sind wir stolz, dass wir die Familien entlasten können. Und das ist unsere Zukunft, dass wir das da in Graubart bauen dürfen. Ja, es wird ja nicht nur die Kinderkrippe gebaut, es wird auch das Kindergartengebäude neu saniert und hergerichtet. Das heißt, da ist wieder Platz für mindestens 50 Kinder. Und der nächste Plan, also die Fertigstellung von unserer Kinderkrippe. Und zukünftig werden wir natürlich schauen, dass wir einige Projekte wieder umsetzen dürfen. Natürlich die Projekte, Straßenbau und andere Projekte haben wir müssen jetzt derzeit zurückstellen. Aber aufgrund dessen haben wir jetzt Gott sei Dank unsere Kinderkrippe bauen dürfen und können.